Ja, dies ist ein zweiter Aller. Teil 1 verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung oder hier oben links. Viel Spaß beim Video. Ja, jetzt gehen wir zum geschweiften Fügen über. Und um euch das zu zeigen, werde ich heute oder jetzt mit euch ein Schneidbrett machen. Und zwar habe ich hier ein bisschen Nussbaum und Kirsche habe ich auch noch da liegen. Da schneide ich mir jetzt auf 40 cm zu. Ja, und dann nehmen wir unsere Schablone wieder. Und dann werden wir da halt ein Stück Kirsche mit ausschneiden mit der Schablone und das Gegenstück halt hier in den Nussbaum machen. Ich dachte, mit Nussbaum mache ich außen und den Kirschekern halt innen. Ja, wollen wir mal schauen, wie das da wird. Kirsche-Inlay rein, was ungefähr so aussehen soll. Und da ich beide Seiten gleich haben möchte, habe ich mir gedacht, ich nehme eine Seite als Fixierpunkt. Das heißt also 6 cm soll das hier werden und hier oben auch 6 cm. Und ja, und dann mal gucken, wie breit ich das dann halt mache mit der Kirsche. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall will ich jetzt hier von dem Nussbaum so viel wie möglich halt behalten, so dass das Brett dann auch dementsprechend dann proportional ganz gut aussieht. Ja, das machen wir jetzt als erstes. Das heißt also, hier zeichnen wir uns das jetzt erstmal an. 6 cm hatte ich gesagt. Das sind so 6 cm. Und dann muss ich mal gucken, was ich hier hinten habe. Ja, hier hinten habe ich 7, dann passt das auf jeden Fall. Dann denke ich mal, habe ich hier auf der Seite das gleiche. So, 6 cm. Nochmal eben ausmessen. So, das zeichne ich mir jetzt mit dem Bleistift an. Und das säge ich dann auf der Bandsäge grob aus. Das wäre Nummer 1. Und hier hatte ich gesagt auch 6 cm. Das wäre hier. Das zeichnen wir uns auch an. So. Dann können wir das jetzt an der Bandsäge aussägen, grob, und dann gehen wir an den Frästisch mit den Schablonen. So, den Fräser habe ich schon eingespannt. Der hat, das habe ich jetzt so eingestellt, dass das Kugellager genau hier an der Musterschablone dran lang fährt, und da der jetzt hier übersteht, aber wir wollen ja auch eine schöne vernünftige Fläche hier haben, klebe ich das jetzt hier ungefähr, ja, das sind, muss ich mal eben messen, das sind 6 mm. Das heißt also, wir gehen hier 6 mm rein. Und
Ich habe ja ziemlich großzügig hier abgesägt. So klebe ich das jetzt auf. Also hier, ich nehme ein Teppichklebeband, lege hier einen Streifen drauf, weil das muss jetzt ja richtig fest sein. So, und klebt die Schablone jetzt hier so drauf, dass das so um die 6 mm. Und jetzt können wir hier schön die Kontur dann nachfräsen. Und das machen wir jetzt. Erste Kontur wäre fertig. Dann kümmern wir uns jetzt um die zweite. Dann hätten wir die Nussbaumseite schon mal fertig. Unsere beiden Hälften hätten wir fertig. So, dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch uns um das Kirschestück kümmern. Ich denke mal, so die Breite ist ganz schön. Können wir natürlich auch ein bisschen breiter machen. Vielleicht so. Ja, das sieht doch gar nicht verkehrt aus. Ja, so machen wir das. So, jetzt haben wir ja die eine Schablone benutzt. Und jetzt müssen wir die andere Schablone benutzen. Und zwar müssen wir jetzt den Gegenpart ausfräsen. Ne, wir können die gleiche Schablone benutzen, weil ich das ja symmetrisch mache. Ja. Ja, eigentlich nicht. Nee. Wir müssen die andere Seite ja fräsen und nicht die. Das heißt also, wir brauchen schon den Gegenpart zu der Schablone. Wo habe ich den jetzt hier? Genau. Das heißt also, wir zeichnen uns jetzt hier was an. Und ich habe hier einen Riss. Deswegen habe ich auch das Stück genommen. Hier. Das heißt also, ja, so zeichnen wir uns das hier erstmal an. So, das wäre Nummer 1. Das passt da schön dran. Und auf der anderen Seite nehmen wir, das hier so ist, das muss ja auch so ein bisschen gleich sein. Ja, aber ich sag mal, das ist ja eigentlich schon eine ganz schöne Größe so. Ja, so machen wir das. Ich messe mal eben hier, dass wir auf der gleichen Höhe sind. So, das sind 26. Ja, das auch. Das heißt, da machen wir unsere andere Hälfte rein. Den anderen Schnitt. Wie gehabt, legen wir jetzt hier
unsere Schablone hin. Wenn ich wüsste, wie rum. Ach, wir müssen ja so sägen. Fräsen. Da ist es. Da ist das passend. Ja, klebe ich auch wieder. Nee, das schneiden wir erst an der Bandsäge wieder aus. Und dann kleben wir. So. Und jetzt kleben wir uns das hier drauf. Ja. Und wieder ein bisschen Teppichklebeband. Schöner dran lang. So, lassen wir das. Tja, dann wieder ab zum Frästisch. Ob das passt. Ja, wie gesagt, das säge ich auf der Tischkreissäge ja noch gerade. Ja, dann kleben wir das hier erstmal. Soweit sieht es ja ganz schön aus. Okay. So, da es ja hier wieder mit Lebensmittel zu in Berührung kommt, nehme ich auch wieder Tide Bond. Das braucht zwar 24 Stunden zum Trocknen, aber danach kann man sicher sein, dass man da auch Lebensmittel drauflegen kann. Ich glaube, hier mache ich doch noch mal was drauf. Sicher ist sicher. Trocken ist es. Dann wollen wir das mal hier auseinanderräumen. Ja. Soweit sieht es schön aus. Jetzt bin ich ja echt mal gespannt, wie das so im geölten Zustand aussieht. Ja, so hatte ich mir das vorgestellt. Ein schöner
Unterschied zu den beiden Hölzern. Dann mache ich ein bisschen dicker drauf, dann kann sie das schön vollziehen. Lassen wir jetzt erstmal ein bisschen stehen. Ja, hier ist natürlich wieder ein Wurmloch drin. Naja. Aber so ist das nun mal mit den Würmkes. Ja. Also ich finde, das ist sehr schön geworden. So, dann bringen wir jetzt noch die Füße an. So, mein Schnallbrett ist fertig und ich finde, das ist super genial geworden. Also das ist wirklich sehr, sehr passend. Ich kann euch das mal ein bisschen näher ranbringen und dann seht ihr das. Auch vorne auf der Stirnseite. Also ist nirgendwo irgendwie ein kleiner Spalt drin. Ja, hallo meine Lieben, ihr habt ja wahrscheinlich auch den ersten Teil vom geschweiften Fügen gesehen und da habe ich eine sehr, sehr interessante Antwort bekommen und zwar von Tim H. Erstmal möchte ich mich bei Tim H. herzlich bedanken für die Aufklärung für das Set. Ich habe jetzt hier im zweiten Teil, habe ich ja das Schneidbrett gemacht. Und am Ende ist auch wieder falsch erklärt. Aber es heißt wieder, beim ersten Mal habe ich ja kein geschweiftes Fügen gemacht, das hatte ich in dem Video auch gesagt. Aber jetzt in dem zweiten Video habe ich ja gesagt, das ist geschweiftes Fügen, so funktioniert es und ich habe es verkehrt gemacht. Ich wundere mich zwar, warum das bei mir jetzt wirklich auf ein Zehntel gepasst hat, aber vielleicht kann mir der Tim ja da auch einen Kommentar zu schreiben. Und ich möchte euch jetzt erklären, was Tim mir geschrieben hat und versuche das halt dementsprechend so wiederzugeben, wie er mir das halt geschildert hat und aufgeschrieben hat. So, und zwar möchte ich das jetzt nochmal zusammenfassen mit den Worten vom Tim. Er hatte geschrieben, den kleinen Fräser, den hätte ich richtig benutzt und zwar zum Ausschneiden der Schablone. Das heißt also, wir erstellen uns eine Master-Schablone und mit der zeichnen wir halt die Schablone selber an und die teilen wir halt dementsprechend. So, da der Fräser ja eine gewisse Stärke hat und in den Kurven einen Versatz fräst, kann das hinterher nicht hundertprozentig zusammenpassen. So, und wenn ich jetzt hier die Schablone zusammenlege, dann stimmt das auch. Also ich habe hier einen kleinen Spalt, hier liegt das wieder zusammen auf. Und dann ist hier wieder ein Spalt, das heißt also, der Fräser, der packt einen Versatz damit rein. So, dafür jetzt nämlich auch die anderen beiden Fräser. Dieser Fräser hier, den packen wir ans erste Werkstück und der fräst genau den Versatz nach. Und deswegen ist hier auch ein großes Kugellager und ein kleiner Fräser.
der fräst den Versatz direkt nach. Der dritte Fräser, der wird bündig an das Werkstück gelegt und hat auch deswegen größeren Durchmesser und fräst dann dementsprechend die Kontur dann ab. Und die beiden Sachen, die passen dann hinterher hundertprozentig zusammen. Und der Tim, der hat das super erklärt. Ich habe es jetzt nochmal versucht, so wiederzugeben. Aber wenn ihr in dem ersten Teil den Kommentar vom Tim euch mal durchlest, da steht das halt so drin, wie ich das jetzt halt auch nochmal erklärt habe. Ich werde den Kommentar vom Tim auch anpinnen, sodass er ganz oben ist, dass ihr den nicht suchen müsst. Und wie gesagt, ich möchte mich nochmal herzlich beim Tim bedanken, dass er mich da dementsprechend unterstützt hat. Weil für mich war es auch das erste Mal, dass ich jetzt hier so ein gefügtes, geschweiftes Fügen gemacht habe. Und dachte, ich hätte den Satz halt richtig angewandt. Aber das war halt nicht so. Ich werde noch ein Video machen, wo ich dann halt alle drei Bohrer dann dementsprechend richtig benutze. Das heißt also, ich werde noch mal ein Video, werde ich noch mal ein Schneidbrett machen. Und da seht ihr dann wirklich, wie das halt im Einzelnen funktioniert. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr das hier in die Kommentare schreiben. Also ich habe jetzt hier unten auch wieder Füße dran gemacht, so dass das halt nicht direkt auf der Platte steht, sondern schön wie bei den anderen Schneidbrettern, die ich gemacht habe, auch auf Füßen steht. Und die Schablonen, die man einmal gemacht hat, die kann man natürlich auch mehrmals verwenden. Alles ein schönes Frässet, super Fräser da drin. Und es gibt auch eine Anleitung dazu, direkt bei ENT, geschweiftes Fügen, die kann man sich auch runterladen. Und da sind dann halt nochmal die einzelnen Schritte, die ich jetzt hier filmisch dargestellt habe, sind dann nochmal bildlich wiedergegeben. Und ja, soweit zu meinem Video geschweiftes Fügen. Und ich würde sagen, da sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Und ja, wem das Video gefallen hat, der kann gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wer mich noch nicht abonniert hat, würde mich über ein Abo freuen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns die Tage. Ciao. So, ich denke mal, ich fasse nochmal alles zusammen. Und zwar, anfangen tut man mit einer Musterschablone, sogenannte Kindschablone. Mit dieser Kindschablone zeichnet man halt die Vater- und Mutterschablone. Und zwar mit diesem Fräser. Das heißt also, wir haben mit diesem Fräser diese Schablonen, die unteren, geteilt und dadurch halt hier die Welle mit reinbekommen durch die Kindschablone oder Musterschablone, so wie ich das immer sage. So, die nächsten Schritte sind, dass man halt sich etwas anzeichnet. In dem Fall habe ich das ja so gemacht und wir halt natürlich jetzt auf dem Kopf mit diesem Fräser die Kante hier schön abfräsen können. Der Vorteil ist bei diesem Fräser, dass wir mit dem Fräser und mit dem Kugellager an der Schablone dran langfahren und wir hier auch eine saubere Fräskante haben. So, das wäre halt die eine Schablone und wir wollen ja diese Seite fräsen. So, wir sind jetzt bei der Schablone, bei dem Kirschestück und dazu brauchen wir die andere Schablone. So, und da fräsen wir auch wieder genauso wie hier bei dem ersten Teil.
weil wir ja diese Kantenseite gefräst haben wollen, weil die ja zusammengeführt werden und dann auch schön zusammenkleben. Also die Fräser von ENT, kann ich immer nur wieder sagen, die sind wirklich genial. Also die Fräskante, die ist wie geschliffen, die Fräsfläche ist wie geschliffen und man muss wirklich nicht viel nacharbeiten. Sicher hat man hier so einen kleinen Ausriss, in Anführungsstrichen, da sind halt so, so kleine Flusen. Da geht man einmal kurz mit dem Schmirgel drüber und dann ist die Kante super gerade und super glatt. Ja, und so geht man halt auf der anderen Seite auch vor. Der dritte Fräser, der hier noch drin ist, damit könnte man dementsprechend höhere Sachen. Also der ist, ich glaube 25 waren das. Und der Fräser ist, sage ich euch auch eben, der ist 31, 32 tief. Das heißt also, man kann auch noch tiefere oder dickere Werkstücke halt mit einem geschweiften Fügen versehen. Ja, das ist auf jeden Fall ein super cooles Set. Man hat alles dabei, was man braucht. Und ich bin mit dem Ergebnis, was die Fräser und halt dieses geschweifte Fügen angeht, bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden.